Ja, 2 Wochen nach Beginn der Ameisensäurebehandlung werden die nassen Haider spätestens wieder runtergenommen. Die Ameisensäure, die dürfte in allen Einheiten komplett raus sein, komplett verdunstet sein. Und das ist auch so. Wir hatten ja 300 Milliliter eingefüllt und die sind in 10 bis 12 Tagen verdunstet. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Bienenfreunde, zu diesem neuen Kurzvideo hier. Das wollte ich euch noch kurz zeigen mit einem kurzen Resümee, mit einer kurzen Nachlese zur Ameisensäurebehandlung hier mit dem Nassenhaider-Verdunster. Ich bin auch dieses Jahr wieder zufrieden mit der Verdunstung hier, mit der Leistung der Ameisensäure-Verdunstung. Auch bei heißeren Temperaturen haben wir ja gesehen, bis 35 Grad, über 35 Grad, alles kein Problem. Auch wenn die Völker dann so ein bisschen vorlagern und wenn die Vegetation 1 Meter um das Flugloch herum komplett verbrennt. Ja, wie gesagt, Nassenhaider Professional in diesem Fall. Ich hatte ja noch einen Nassenhaider Universal H im Blätterstock. Damit bin ich genauso zufrieden. Den habe ich gestern schon rausgeholt und komplett trocken. Und die Brut, die ist, zumindest die verdeckelte Brut, ist noch vorhanden im Blätterstockvolk. Von daher gehe ich mal davon aus, dass die Ameisensäure nicht zu extrem war. Und zweitens, dass die Ameisensäure gegen die Varroa-Milbe gewirkt hat hier. Bei den Segeberger Völkern, da schaue ich jetzt zurzeit nicht nach, ob Brut vorhanden ist oder nicht. Ich nehme mal an, es wird noch ein Großteil der Brut vorhanden sein. Möglicherweise die ein oder andere offene Brut, die wurde hier zerstört. Das ist aber für die Völker überhaupt kein Problem. Das ist völlig normal in diesen hermetisch abgeschlossenen Beuten, will ich mal fast sagen, und mit doch relativ heftiger Ameisensäurebedampfung hier, Ameisensäureverdunstung. Ich hatte ja zunächst den kleinsten Docht der 3 Dochtgrößen gewählt hier für die Abtropfmenge. Nach 2 Tagen Kontrolle ist immer ganz wichtig, 48 Stunden später muss kontrolliert werden. Das ist auch gar nicht schlimm, man nimmt die Flasche kurz raus und anhand der Skala kann man ablesen, in 2 Tagen müssten so 50 bis 60 Milliliter abgetropft sein. Wenn es 70 ist, das ist auch kein Problem, da geht das Ganze dann vielleicht ein bisschen schneller. Den Bienen, den macht das nicht viel aus. Weniger sollte es aber nicht sein, von daher habe ich die kleinsten Dochte 2 Tage später gegen den mittleren ausgetauscht. Da erschien mir beim kleinsten Docht die Abtropfmenge doch ein bisschen zu gering. Das waren so 20 bis 25 Milliliter. Erschien mir ein bisschen wenig. Was mir auch aufgefallen ist dieses Jahr ganz massiv bei den verschiedensten Dochten, ist die unterschiedliche Abtropfmenge. Also die Dochte, die scheinen alle sehr unterschiedlich zu sein. Das ist ja auch kein Wunder. Das sind alles mechanische Geräte hier, alles physikalische Dinge, die hier einwirken. Ich habe so zum Beispiel erlebt, dass manch mittlerer Docht deutlich weniger abtropfte als manch kleinerer Docht. Von daher muss es in jedem Fall individuell nach 2 Tagen hier kontrolliert werden. Die Abtropfmenge, die soll ungefähr so stimmen. Und wie gesagt, ich hatte einen Docht in der Serie, der hat so wenig vertropft, den musste ich wegschmeißen. Alle Dochte, die bei mir nichts taugen hier, die müssen weggeworfen werden. Wichtig ist auch das Handling der Dochte. Das sind nämlich präzise geschnittene und gefertigte Teile. Die dürfen nicht geknickt werden zum Beispiel. Die sollten auch nicht im feuchten Zustand hin und her bewegt werden, weil die Gefahr des Umknickens ist dann ganz besonders groß oder die Gefahr des Stauchens zum Beispiel auch. Also Dochte sind mit Vorsicht hier zu behandeln und ich empfehle auch immer die Originaldochte der Firma Nassenhaider hier zu bestellen. Ich vermute fast im Laufe der Jahre hat sich die Qualität der Dochte ein bisschen gebessert. Zu Anfang schien die Abtropfmenge sehr unterschiedlich gewesen zu sein. Mittlerweile scheint es mit den neueren Dochten ein bisschen besser zu sein, sodass man hier ein bisschen besser planen kann. So, ich werde jetzt die restlichen Einheiten, die restlichen Nassenhaider-Verdunster von allen Völkern entnehmen hier. Dann lasse ich die Völker für 3, 4, 5 Tage in Ruhe und danach ist dann das Thema Auffüttern angesagt für die Winterauffütterung hier. Und das schauen wir uns dann wieder zusammen gemeinsam an. So, alle Nassenhaider sind runter. Ist natürlich eine Materialschlacht mit den ganzen Halbzagen hier, wenn man den Professional verwendet. Alles in Ordnung und einen Hinweis möchte ich noch geben. 3 bis 4 Tage würde ich die Völker auf jeden Fall in Ruhe lassen. Die Ameisensäure muss raus, die Völker müssen sich wieder sammeln, die müssen wieder zur Besinnung kommen. Die Königin sollte auch wieder in Eilage gehen. Nach 4, 5 Tagen würde ich allerdings die Völker, wenn man ganz unsicher ist, kurz kontrollieren. Das heißt, die obere Zarge runter, einmal ins Brutnest rein, eine Wabe ziehen aus dem Brutnestbereich
Und wenn dort Brut in allen Stadien vorhanden ist, dann ist alles in Ordnung. Dann erübrigt sich jede weitere Kontrolle. Bitte nicht weiter kontrollieren. Wir suchen nicht nach der Königin. Bei mir ist es ganz besonders bei einem Volk der Fall, das ventiliert heute ein bisschen stärker als die anderen. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass das Volk weiselos ist. Es ist kein richtiges Heulen, es ist auch nicht unbedingt ein lautes Sterzeln, aber doch ein lautes Ventilieren, das fiel mir auf. Und da will ich auf jeden Fall nach 4 Tagen mal reinschauen. Bei den anderen Völkern, da lasse ich das. Da sagt mir die Erfahrung und das Bauchgefühl, das ist aber wichtig. Es ist alles in Ordnung, wenn die Völker ganz ruhig sind und kein Brausen. Und wenn die Völker Pollen tragen, jetzt schon wieder, dann ist alles in Ordnung. Dann gucke ich da nicht mehr rein. Da zeigt mir die Erfahrung, sagt mir die Erfahrung, dass da nichts schiefgegangen ist. Aber wenn ein Volk so ein bisschen aus der Reihe tanzt, das ist dann auch so ein bisschen Bauchgefühl, dann sollte man da mal reinschauen. Wahrscheinlich wird auch dort alles in Ordnung sein. Möglicherweise ist das Volk ein bisschen sehr stark für 2 Tagen, muss ein bisschen kräftiger ventilieren. Da knallt jetzt auch voll die Sonne drauf. Das kann natürlich auch ein Grund sein, ne? So, das war's für heute. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf NordBinedee. Tschüss!